Du bist Gesellschafter, Geschäftsführer einer GmbH und möchtest einen neuen Firmenwagen kaufen? Dann solltest du das unbedingt privat kaufen und an deine GmbH vermieten. Warum, erkläre ich dir in diesem Video. Hallo, ich bin Stefan Kolb und Steuerberater aus unserer Kanzlei hier in Karlsruhe. Wir sind spezialisiert auf die Beratung von Unternehmen und insbesondere Kapitalgesellschaften sowie deren Gesellschafter. Du kennst das, dein Firmenwagen ist bereits einige Jahre alt und möchtest ihn gerne verkaufen. In den Büchern ist das Fahrzeug längst abgeschrieben, hat aber noch einen Zeitwert von vielleicht 40.000 Euro. Möchtest du jetzt diesen Firmenwagen verkaufen, um dir dann einen neuen zu kaufen, verursachen diese 40.000 Euro, die du dann als Gewinn versteuern musst, schlanke 12.000 Euro Steuerbelastung. Geht das nicht schlauer? Möchten wir es vielleicht beim nächsten Firmenwagen anders machen, dass du eben genau diese Steuerbelastung künftig vermeiden kannst? Das möchten wir dir jetzt hier einmal in unserem Beispiel zeigen.